Sehr verehrte Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge hier von Back to Glory, Folge 38, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und heute beginnt die Bundesliga. Und wenn noch ein ganz krankes Angebot irgendwie reinkommt für einen Spieler, werden wir tatsächlich auch noch jemanden verkaufen. Kroos zum Beispiel wurde vom ManU inzwischen zu PSG weitergereicht. Und ManU hat sich dafür Eriksen geholt. Kein schlechter Deal wahrscheinlich. Und ja, das ist das erste Spiel mit Pulisic. Und ich bin hyped. Wir wollen natürlich erfolgreich in die Saison starten auf Schalke. Und übrigens, Leute, was Neues, ich werde jetzt nämlich immer bei den Spielen die letzten 4 Begegnungen gegen dieses Team einblenden unter meiner Facecam. Die weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, deswegen kann ich dazu jetzt immer nichts sagen zu Beginn. Aber ihr seht es dann auf jeden Fall eingeblendet. Ja, ich hoffe, ich vergesse das nicht und setze das auch um. Aber ist auch egal, wir haben erstmal natürlich noch, paar Verletzungssorgen mit Barco. Aber das sollten wir schon schaffen. So, Papadopoulos und Barco. Das ist natürlich nicht so geil, dass die beiden gerade am Arsch sind, aber Papadopoulos wird ja zurückkommen. Neuer Innenverteidiger wäre natürlich noch geil, aber dafür müsste ich halt schon irgendjemanden verkaufen und das habe ich. Stand jetzt nicht unbedingt vor. Boah. Ich dachte kurz, abgerückt auf Pulkarten 80, aber nee. Hat er nicht. Zentrale sieht auch gut aus, also. Wenn Barco wieder da ist, sind wir offensiv echt super aufgestellt. Im Tor E. Abwehr schwächelt da noch so ein bisschen, ist eher unterer 80er Bereich, aber meckern kann man da finde ich nicht groß. Egal, auf geht's mit dem Spiel gegen Schalke. Ach, wie ist das schön. Die Bundesliga ist wieder hier zurück. Und der HSV will deutscher Meister werden. Die Ambitionen sind auf jeden Fall da. Das Team von der Qualität her auch. Und da wir natürlich heute mal den ersten Schritt in diese Richtung machen und auf Schalke hier direkt mal einen Sieg davontragen. Wie gut das gelingen wird, werden wir dann auch gleich sehen. Kai Havertz und Neves ist, denke ich mal, eine echt gute Zentrale, die wir sich machen können. Auf Pulisic bin ich gespannt, der kann ja so ein bisschen Derby-Flair jetzt erleben. Der kommt ja von Dortmund, hier in FIFA zumindest noch. Da spielt er ja durchgehend bei Dortmund. Und ich ist das schon mit bei Chelsea und Leute, scheiß auf, wir legen los. Das wäre mal ein Einstand gewesen jetzt hier. Aber schade. Hat nicht geklappt. Boah, schade. Erste gute Chance für uns. Neves. Oh. Schön gemacht. Ein Buhler. Oh. Wir haben eine dicke Chance, nicht der anderen. Langsam muss mal eine rein. Na, bitte geht's aus. Scheiße. Scheiße. Boah. Oh, was ein Sahne-Ding. Oh. Kai Havertz. So ab. Jawohl. Da ist das 1-0. Ich weiß noch, letzte Saison, erster Spieltag 0-3 zu Hause gegen Wolfsburg. Heute läuft es anders. Heute gibt es wieder ein 0-3, aber für Schalke zu Hause gegen uns. Oh, der kam echt nicht schlecht. Der dagegen schon. Ja, schade. Hätte ein Bruder vielleicht ein bisschen besser treffen können und dann so oben links reinhauen. Dann wäre er drin. Oh nein, das ging nach hinten los, glaube ich. Okay, zum Glück versaut das jetzt selber mit einem Schuss. Aber die haben plus noch eine Ecke. Und Havertz kann nicht mehr. Boah, ich hatte eigentlich darauf spekuliert, dass Früchtel da rauskommt, weil der schon echt dicht am Tor war, der Ball. Schalke wird besser. Oh Gottes Willen, was für ein scheiß Fehlpass war das denn? Das ist auf jeden Fall Geld, würde ich sagen.
Oh, und Pulisic kann auch nicht mehr. Naray kann reinkommen, ey. Alter. Schalke ist mir zu aktiv. Der Ausgleich wäre langsam nicht mehr unverdient. Oh nein, da ist er. Doch nicht! Glück gehabt. Nur weil er verdient wäre, muss er nicht fallen. Das sehe ich auch so Spiel. Oha! Monster-Ding. 2-0 Entscheidung. Sauber. Ich glaube, hätte ich den jetzt nicht gemacht, hätte Schalke doch das Ausgleichstor gemacht, früher oder später in diesem Spiel. Boom, 3-0. Ich hab's euch doch gesagt nach dem 1-0. Das wird ein 3-0. Geil. Und was, Neves? Ich glaube, es war Neves. Besser geht's auch wohl nicht. Was ein schöner Einstand. Und Ende. Und dann lauten Pfiffen gehen die Spieler in die Kabine. Und das freut die Hamburger natürlich. Und am Strich, naja, in der Höhe nicht verdient. Die hatten zwar mehr Schüsse, aber auch das Tor ging halt auch nur 5 und Schalke hat in 4 keinen reingemacht. Also, und Ruben Neves war der beste Mann auf dem Platz. Also, ich würde sagen, sehr erfolgreicher erster Spieltag für uns. Und können ja gleich generell mal gucken, auf wen wir so im Pokal und so treffen. Gibt's da schon Infos? Auf Sandhausen zu Hause, Mensch. Auf wen treffen denn die Zecken hier? Wo ist St. Pauli? Ach, schon gar nicht mehr dabei. Wahrscheinlich in Runde 1. Oh, sorry. In Runde 1 wahrscheinlich raus. 1-2 gegen Aue. Ach Gott, was könnt ihr denn gegen die Sandhausen gewonnen? Gegen Dresden. Auch gegen Dresden wäre auch interessant gewesen. Ja, okay. Gegen Sandhausen sollte man das, denke ich, machen. Champions League, viel wichtiger. So, anspannender Schluss vor der Auslosung der Champions League. Wann ist die denn? Steht das hier gleich? Kommt hier noch ein Text? Doch. Warten diese Woche auf die... Blablabla. Ja, die Auslosungsscheibe waren diese Woche, okay. Gut. Kommt da jetzt recht noch an was? Nee, ist immer noch dieselbe Dings hier. Transfergut für Kai Havertz. 107, oh, wenn ich 107 Millionen für Havertz raushole, dann geht aber noch richtig was in Sachen Transfers. Ich delegiere das Ganze mal. Ich habe nämlich das Gefühl, delegieren kann man vielleicht sogar am meisten rausholen. Mal gucken, was daraus so wird. Ich gehe zu Hause auf jeden Fall gegen Stuttgart. So Leute, die Gruppen müssen jetzt da sein. Ich bin mal gespannt jetzt hier. Hier ist eine Europa League, hä? Gruppenauslosung der Europa League. Was war mit Losdruck der Champions League? Man United, Monaco und Spartak Moskau. United und Monaco. Was ist denn das für Losglück? Also, wir fahren als Old Trafford, das ist doch geil, gegen Monaco. Also, Platz 2 ist natürlich das Ziel hinter United. Wenn nicht sogar Erster zu werden. Wir gucken uns mal die Gruppen jetzt an. Das ist ja für uns jetzt tatsächlich relevant. Oh Gott, wir werden vielleicht sogar das erste Mal heute Champions League spielen. Das wäre so geil. So, gucken wir uns das jetzt mal an. Atletico, Lazio, Donetsk, ich denke mal in der Reihenfolge werden die auch am Ende fertig sein. Ach, und das ist wahrscheinlich auch nach Töpfen sortiert.
Schon. Also der erste ist halt Austropf 1, der zweite Austropf 2 und so, denke ich mal. Ja, coole Gruppen. Dass wir in Top 2 sind. Weiß nicht, wie wahrscheinlich wegen der einen Europa League Saison, wobei die war nicht so gut, da müsste Monaco eigentlich höher sein. Hoffenheim mit Real, ja moin. Barca mit Leverkusen. Ja, Real und Barca hätte ich auch genommen. So, habe ich mir gedacht, das ist auch okay. Und Valencia, Mailand, Eindhoven, Lokomotive Moskau. Ja. Wie haben denn die. Ah, ne, ich gucke jetzt nicht, wie die Bayern in der Europa League bekommen haben. Spielt jetzt entspannt erstmal das Spiel gegen Stuttgart hier. Wir sind nämlich tatsächlich Spitzenreiter. Die Bayern haben das erste Spiel, haben verloren und unentschieden gespielt. Unentschieden gegen Leverkusen und zu Hause gegen Bremen verloren. Bayern, Bayern, ey, weil mit denen geht es ja echt gerade bergab. Egal. Für uns geht es jetzt gegen die Schwaben. Ach, und das regnet immer wieder. Man kennt es ja nicht anders. Es gehört so. So, Hamburg gegen Stuttgart ist angesagt. Der HSV sollte der Favorit sein. Und ich sollte mal wieder den Bundesliga-Ball einstellen. Fällt mir auf. Also interessiert, wie Stuttgart reingestartet ist hier in die Saison. Das habe ich gar nicht beachtet. Sieben wir schon gleich. Nein, wir sehen den Spieler in Fokus. Jan Fiete ab. 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Ja, der Typ ist, würde ich sagen, saugefährlich. Ich würde sagen, let's go. Kai Havertz vielleicht sogar mit seinem letzten Spiel schon für den HSV. Je nachdem. Also für 90 Millionen lasse ich ihn ziehen, so. Sonst habe ich keinen Bock. Dann kann ich jemanden für die Zentrale noch holen. Und ich kann jemanden. Hier Dings. Einen Verteidiger holen. So ein Teil wäre schon geil, gerade weil er bei uns war. Aber erst einmal Fokus auf dieses Spiel hier legen, ey. Oh mein Gott. Oh, Früchte geglanzt hat. Boah, Junge, Junge. Jetzt bei uns wird der Druck das ja nicht mehr normal. Ich wäre mal recht gespannt, was Mangala inzwischen für einen Wert so hat. Unser erster Abschluss war eher ernüchternd, wenn man es so sehen will. Jetzt vielleicht mal Pulisic. Oh. Aber der kommt gut vorbei immer an der Abwehr. Der wäre echt ein Top-Einkauf. Oh Gott. So, sauber geblockt von Rick van Drongelen. Oh. Jawohl. Oh nein, Spotify geht auch weg. Oh, ich hasse es, wenn ich Spotify anhabe und das noch angeht. So. So, tut mir leid, dass ich Tunnel jetzt vor euch voll abgestellt war. Ich muss kurz die Lautstärke wieder regeln. Sauber, aber jetzt 2-1-0 führen. Ist zwar hochgradig unverdient, aber das ist uns egal. Wir nehmen, was wir bekommen. Ich dachte kurz, der Effekt ist faul, was berechtigt gewesen wäre. Aber 1-0 zur Pause. Nice, wie auf Schalke. Geile Sache, 2-0. Fiete ab. Gegen Stuttgart hat er auch in echt sein allererstes Heimtor für den HSV gemacht. Also auch ganz einfach herausgespielt eigentlich. So, also nichts kompliziert ist einfach ganz super in die Mitte. Und dann den Ball ganz platziert und halt dafür den Keeper in den Pfosten gehauen. Wunderbar. Also in den Pfosten, dass er dann reingeht. Ganz gekonnt. Das könnte geil sein. Nein, ganz knapp vorbei. Schade. So, Naray kann mal seine Chance hier bekommen. Jetzt wieder rechts außen.
Wieso wird eigentlich immer Nara hierfür empfohlen? Wäre es am Poirio nicht besser? Naja. Oh nein! Das war doch eigentlich schon gut gelöst von uns. Okay, jetzt ist es erstmal gelöst. Boom, 3-0. Die Entscheidung. Fiete Ab mal wieder. Also ich würde sagen, die Saisonstart scheint wirklich langsam zu glucken. Ganz ehrlich, der Torwart kriegt den noch. War auch fast noch dran. Aber nur ganz, ganz knapp, würde ich sagen. Ja, fast einfach nur. So, jetzt, oh Gottes Willen, der... Das Ab-Syndrom da vorne an der Spitze wieder. Wenn er bei der irgendwie nach vorne soll, automatisch zu ab. Nein! Gut. Das wäre unschön. Ich will kein Gegentor kassieren. 3-0 sieht einfach geiler aus als 3-1. Und 4-0. Das sah gerade aus, als wenn es mit der Brust gewesen wäre. Neves mal wieder. Ist das Neves? Ja, ich frage mich das jedes Mal. Ja, war mit der Brust. Geil. Das habe ich, glaube ich, auch in diesem Karrieremodus auch nicht geschafft. Entspannt, ey. Oh, wird da noch mehr draus, ist die Frage. Jupp, 5-0. Was ist denn los, ey? Stuttgart zerfällt ja am Ende komplett, ey. Es ist einfach wunderschön, wie wir am Ende einfach ein nach den anderen hier reinhauen. So, letzten 15 Minuten einfach mal 3 Tore gemacht. 8-0. Sieht ja immer lecker raus da oben auf dem Torverhältnis. So, Schiri, Walter deines Amtes, Dankeschön. Kann man mal sowas von annehmen. Am Anfang hätte Stuttgart echt schon 2-3-0 führen können. Und dann machen wir daraus ein 5-0. Also ich würde sagen... Wir haben einfach eine richtig gute Chancewertung. Von 7 Schüssen aus Tor sind 5 reingegangen. Stuttgart hatte 5. Und dank fucking Früchtel ist nichts passiert. Und Dortmund verliert zu Hause gegen Leipzig. Bremen scheint ganz gut dabei zu sein diese Saison. Ich würde sagen, die Nordclubs, die regieren das Ganze hier. Leipzig und die beiden. Ja, und Bremen und Hamburg halt eben mit 6 Punkten die einzigen. Bayern 14. Junge. So, Transfer. Deadline. Ich bin gespannt. Okay, Dortmund hat sich auch stark verstärkt. Die Anfangsforderung war zu hoch. Okay, das mit Havertz wird dann wohl nichts mehr. Jairo und Ab werde ich auch nicht verkaufen. Real Madrid will Ab. Pff, nein. Es bleibt alles so, wie es hier ist. Tja, schade. Aber jetzt ist mir auch noch zu knapp. Also ich denke mal, wir werden wohl keine neue Investition mehr tätigen. Dalot ist auch immer begehrt, aber was sind die Außenverteidiger immer? Ich habe auch mal Angst, aus Versehen mal auf Annehmen zu drücken. Das ist meine größte Angst. Man einfach nichts mehr machen kann. Transferangebot für Naray. Ich meine, auf außen bin ich ja gut genug besetzt. 6 Millionen. Gucken wir uns das doch nochmal an hier. Wie viel haben wir denn gerade? 20 Millionen, aber nee, davon, das bringt uns jetzt auch nichts mehr. Einfach so random zu verkaufen will ich jetzt nicht. Und, oh, Diallo wurde nochmal verkauft für ungefähr 30 Millionen von den Dortmundern. Was haben denn so die Vereine generell gemacht? Was hat denn Bayern gemacht? Alexandro geholt. Pavlenka geholt, okay.
Asyl unter anderem verkauft. Also da ist ordentlich was passiert. Bei uns auch. Ne, wer ist um Politisches gekommen? Dafür sind die ganzen Leute hier weg. Alter, Köln hat einfach nur verloren. Puh, Leverkusen hat ganz schön investiert. Gladbach eher weniger. Leipzig auch fast ausgewogen hier. Bei Schalke ebenfalls. Hoffenheim hat auch nur zwei Spieler verloren. Wo ist denn Bremen da? Ah, Bremen ist gar nicht mal so viel passiert. Halt eben Pavlenka und Beste. Transferangebot für Havertz. Aber jetzt kann ich keinen Ersatz mehr verpflichten. Möchte trotzdem mal verhandeln, um zu gucken, wie hoch ich das hier treiben kann. Aber das Ding ist halt, ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen runtergehe, habe ich tatsächlich Angst. Ich habe Angst, dass sie es aus Versehen annehmen und dann ist er weg und dann kann ich nicht mehr reagieren. Das wäre absolut scheiße. Nee, nee, Leute, jetzt leider zu spät, noch was zu machen. Boah, so 90 Millionen hätte ich ja safe bekommen können. Ich weiß nicht, ob es gut gewesen wäre, es zu machen. Aber ey, wir haben einen guten Kader. Vielleicht kann ich irgendwie noch einen Innenverteidiger im Winter dazu zaubern. Und dann läuft der Hase auf jeden Fall. So, Transferperiode ist rum. Und für uns geht's weiter. Arsenal will nochmal Papadopoulos holen. Oh, da kommt noch was für Havertz rein. Ach, Barcelona auch noch. Mal gucken, was die da sozusagen. Papadopoulos ablehnen. Ganz strikt. Die ganzen Transferangebote immer noch reinkommen, das trotzdem, ey. 16,5 Millionen für Wagner, Mann. Ja, nee. Das ist ein Talent, was von Anfang an da war. Das geht nicht weg. Nicht, ohne dass ich das letzte Wort habe hier. €94 Millionen für Kai Havertz. Puh. Das ist tatsächlich eine schicke Summe. Und wenn ich es auch auf 100 Millionen verhandelt bekomme, mache ich ja und dann verlässt er uns zum Sommer, zur Winterperiode. Dann haben wir da wahrscheinlich so um die, kriegen wir bestimmt so 85 Millionen oder so dazu, würde ich sagen. Na, mal gucken. So, für 102 Millionen haben sie tatsächlich zugestimmt. Jo, man muss nur mit den Clubs verhandeln, die das nötige Kleingeld haben. 102 Millionen, das wäre mal absolut geisteskrank, wenn das funktioniert. Dann können wir für die Zentrale einen ungefähr gleichwertigen Ersatz holen, plus einen Innenverteidiger in der Transferperiode. Junge, Junge, so. Ach, fürs Training muss ich direkt bald mal was machen. Was ist hier so los? Ach, Papadopoulos gab es ja auch noch. Nein. Den Tar würde ich echt feiern, wenn wir den bekommen. Aber erstmal geht's zur Eintracht, an den Main. Die gute Serie hier ausbauen, die wir uns bisher so aufgebaut haben. Ach, das Waldstadion. Wirklich das einzige Stadion, oder das einzige Team, was sich nicht beschweren wird, bestimmt hier zu spielen. Aber hat ja nächstes Jahr eh erlegt, denn dann spielen sie ja auch in der Commerzbank Arena. Und ich habe den Ball wieder nicht geändert. Schwach von mir, absolut schwach. So, Ab legt ja richtig los, was die Torjägerkanone hier angeht. Der hat wieder richtig Bock drauf. Ich bin echt gespannt, wie das mit Havertz läuft. Ich hab das mal hinbekommen, aber ich starte jetzt einfach mal. Ich will nicht warten, ich will weiter spielen. Also Frankfurt war das Team, was uns in der ersten Saison aus dem Pokal gekriegt hat mit 3:0 oder so. Aber während der Zeit, wo wir dann europäisch gespielt haben, haben sie 2 Jahre in der zweiten Liga verbracht. Von daher sind die Verhältnisse hier heute ganz andere. Oh, schade. Oh, nein. Ich will kein Gegentor kassieren. Ich will so lange wie möglich ohne Gegentor bleiben. Klar, jeder hat wahrscheinlich diese Ambition, aber bei uns ist ja jetzt im dritten Spiel hier bisher ganz gut aus.
mit dem Bombentorverhältnis, das wir halt bisher einfach haben. Jetzt muss er drin sein. Jawohl. 1-0. Oh, 0-1 in dem Fall. Kai Havertz. Perfekt unter die Latte gezimmert. Oh, immer zu weit vorgelegt. Sonst wäre es richtig gefährlich geworden. Hätte ich das gerade besser gelöst. Da wäre fast das erste Gegentor, aber Früchtel mal wieder glänzend unterwegs. Jetzt ist es passiert. Schade, schade. So 5 Spiele ohne Gegentor wäre schon echt sahnig gewesen. Tja, und zweiten Ball einfach gepennt. Nein. 2-1 Frankfurt. Ja, wenn schon, denn schon, sagen sich die Hessen, ne. Wieder mit dem Kopf. Da sind sie gefährlich scheinbar. Hier vor der Nordwestkurve. Ah, Mann. Boom, aber wir auch. Fiete ab. Fast ein bisschen wie Holtby. Der hat das ja mal ähnlich gemacht. Direkt nach dem Gegentor durchgelaufen und zack, das Ding in den Winkel gehämmert. Hier, was ist der Winkel? Aber trotzdem gut und platziert. So. Das wäre schon mal geklärt erstmal. Ich mache ja tatsächlich diese Kameraeinstellung ganz gern. Sieht das Tor immer gleich viel schöner aus, wenn man aus diesem Winkel hier sieht. Von der Kamera her. So. 2-3. Sauber. Oder 2-1 sagen. Da ist mir eingefallen, das stimmt nicht. Konnte ich aber doch retten. Weil ein Team hier 2 Tore hat. So, Spiel sehr schön wieder gedreht. Also, Offensive funktioniert sehr gut. Drittes Spiel. 11. Tor. Sehr schön, Dula kann abschließen. Aber da wird er auch aus dem zweiten Ball gar nichts mehr. Boah, ich wollte es mal ein bisschen anders machen. Schade. Ist auch Kostic einwechseln. Das gefällt mir doch hier in Frankfurt. Der kann auch gerne ein Tor machen. Fiete. Oh. Und vielleicht nochmal eine Ecke rausholen, das wäre es ja jetzt noch. Schade. Zitter Sieg beim Aufsteiger, aber am Ende verdienter Sieg beim Aufsteiger. Guckt euch mal die Statistik an, Leute. Absolut verdient das Ding. Absolut verdient. Oh, Leute. Ich weiß, was das heißt. Kriegen noch Champions League in dieser Folge. Ist das geil oder ist das geil? Hamburg gegen Monaco. Oh, bitte Heimspiel. So, erstmal Pressekonferenz. Ja, Mann, Heimspiel. Ist das geil. Prügel spielen. Wagnermann auch. Und Leute. Leute, fucking Leute. Champions League. Das habe ich gerade gar nicht gesehen, deswegen wird meine ganze Mannschaft wahrscheinlich jetzt am Arsch sein, aber egal. Scheißegal. Das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Nee, geht voll. Geht halt absolut. Voll, ich dachte, ne. Oh, warte mal, ist Papadopoulos? Ja, mein Papadopoulos ist wieder fit. Geil. So, Monaco wird unser Konkurrent um Platz 2 wahrscheinlich sein. Mindestens, wenn nicht sogar mehr geht. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach nur ruhig sein und das Ganze genießen hier. Die Champions League, der ganze Einlauf mit dem HSV. Ich werde jetzt ruhig sein und wir werden es jetzt alle genießen. Wir haben so viele Folgen darauf hingearbeitet und jetzt sind wir endlich bei den Champions
bei den ganz Großen, den Größten der Größten angekommen. Let's go. Nein! Ich hab den Ball noch nicht geändert. Scheiße. Egal. Als ob Monaco so viele mitbringt. Egal. Es ist einfach wirklich nur schade, dass da keine 1 mit so einem Henkelpot steht beim HSV, aber wir haben ja schon mal die Champions League gewonnen, 83. Aber gut. Leute, jetzt bei der Euroleague heute muss ich ja selbst nie gehört, die muss ich immer einfügen. Jetzt ist sie im Spiel bei der Champions League und ich konnte es mit euch genießen, es ist einfach schön. Welche Saison haben wir inzwischen? Das ist die vierte, 3 Jahre von jetzt. 22, 23 müsste das sein. Das heißt, der HSV ist das erste Mal seit 16 Jahren in der Champions League. Zum dritten Mal überhaupt, seit das Ding Champions League heißt. Immer war in der Gruppenphase Schluss. Dieses Jahr nicht. So, wieder Pulisic, der sich hier wieder gut lösen kann, aber was ist da denn gerade passiert? Scheinbar war es am Ende ein Stürmerfoul. Ich habe gerade gesehen, wir haben jetzt 21-22. Das bedeutet, es sind doch nur 15 Jahre seit dem letzten Mal in der Champions League für den HSV hier. So, Pulisic, komm. Oh nein. Bisschen zu früh aufgehört zu sprinten. Aufpassen. Boah, Früchtel, danke. Wäre scheiße gewesen, wenn der direkt mal drin wäre. Komm! Jawohl! Boom, Junge! Unser erstes Champions League-Tor. Und der neue Mann war's. Neves. Boah, fast hier einfach gerade der Mannegassen hier. Und Pause in Hamburg. Wir führen mit 1-0 gegen die Mannegassen. Juventus Turin hätte ich ja so tot gefährdet in der Gruppenphase. Das wäre so déjà-vu-haft geil gewesen. Schade. Havertz. Gibt noch nicht mal Abstoß. Ich dachte halt, wenn der Keeper gerade so ein bisschen weit vom Tor ist. Vielleicht. Könnte es versuchen. Aber okay, dann halt nicht. Kai Havertz mit dem Pass und der Schuss geht nicht rein. Schade. Oh! Früchte! Es gibt Elfmeter. Wegen nix. Durch Neves verschuldet. Weil Früchte Scheiße gebaut hat. Ach Gottes Willen. Ist das bitter. Ja, okay, er ist da hinten reingerutscht. Also der Typ lag halt auch schon. Das war halt ganz unglücklich. Und Havertz ist am Arsch schon wieder. Ah, ich hab zu spät gehört. Boah, Junge!
Und jetzt kontern. So, wieso passt du denn nicht in den Lauf von jemandem? Ja, genau, jetzt machst du es, ne? Ich hab voll auf Y gedrückt, der macht gar nichts. Hui. Nein! Nicht so kurz vor Schluss. Es ist so gleich nah hier alles. Mit dem ersten CL-Sponsor. Es ist getan. Wir gewinnen unsere Rückkehr in die Champions League. Mit 1:0 sehr glücklich gegen die AS Monaco. Aber das Wie ist egal. Es ist passiert. Nur das zählt. Spitzenklasse. Gewinnt ein UEFA Champions League Gruppenspiel. Jawohl. Ja, 2 Schüsse aus Toren gereicht. Monaco hatte 6 und 4 mehr Ballbesitz. Mit sehr viel Glück haben wir das nach Hause geschaukelt. Aber wirklich mit sehr viel Glück. So, ich gehe mal weiter. Gibt es was Neues zu... Es gibt absolut nichts Neues zum Thema Dingsbums hier. Havertz. Da wird noch verhandelt. Ich bin gespannt. Er hat immer noch die Freigabesumme. Aber sein Wert ist auch nicht der fetteste. Ich denke, hier wäre am Ende sogar echt Delikt die bessere Wahl. Aber Tah würde halt einfach besser zum HSV passen. Deswegen werde ich wahrscheinlich ihn nehmen. Wenn ich die bei den Ärmern habe. So, gucken wir uns mal den Spielplan an. Oh, Leute, nächste Folge ist ja mal absolut dick besetzt hier. Bayern und Man U. Junge. Dann geht's richtig ab. Naja, das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Ich bleib erstmal bei 4 Spielen pro Folge. Mal gucken, ob ich das noch ändere. Und ja, die Grüßen von der Tabellenspitze. Kann man auf jeden Fall sagen. Die Bayern haben jetzt auch die Kurve langsam gekratzt. Dortmund auch. Und ich kann mal wieder zurückgehen. Wie sieht es mit der Champions League aus? Da grüßen wir ebenfalls von der Tabellenspitze, weil United mit 2:2 in Moskau gespielt hat. Hammer geil. So. Ja, in Gruppen läuft alles gerade normal, kann man sagen. Real hat verloren. Bei Galatasaray, okay. Leverkusen hat auch gewonnen. Valencia und Mailand haben gewonnen. Was machen denn die Bayern in der Europa League? Würde mich mal interessieren. Ja, Dortmund und Bayern in der Euroleague, ey, alter Falter. Ja, Dortmund hat gewonnen in Sion. Und die Bauern haben auch gewonnen mit 1:0 bei Pauk, nicht Pauk, bei Panathinaikos Athen. So, gab es sonst keine deutsche Beteiligung mehr, nur die 2? Was ist das denn da? Ach, nicht Danzig ist das mit der Fahne da. Ja. Nur die beiden. Das sind die einzigen deutschen Teams, die hier am Start sind. So, ich würde sagen, ich speichere das Ganze jetzt mal ab. Und wir, liebe Freunde, sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.